Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der 5. Ausgabe von Let's Flight. Ich bin heute wieder alleine. Wir haben Samstagvormittag kurz nach 11. Und das ist tatsächlich auch mein erster Flug heute. Und von daher wollen wir mal gucken, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich das Ganze wird. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Tagen nicht so viel trainieren können, zeitlich bedingt. Ich habe aber gestern, glaube ich, mein bestes Spiel gemacht. Ich war das erste Mal, seitdem ich jetzt hier wieder GSF spiele, Erster. Von allen, nicht nur in unserem Team. Und das war schon ganz nett. Dann gucken wir mal, was das hier heute wird. Was haben wir denn da? Ein Jagdbomber. Ah, das kann ich auch noch nicht so gut, wenn der dann, hoppa, wenn der dann hier parkt und mich dann anlockt. Nicht gut. Hab ich sogar noch getroffen. Okay. Wer lockt mich da? Weiß ich nicht. Das ist ein Kampfschiff. Oh, oh, oh. Na, gehe ich mal vielleicht lieber auf den Scout erstmal. Aber hier hat der eine Hyperromboje fallen gelassen. Wunderbar. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ein Jagdbomber. Nein, nicht flüchten. Oh, tut auch nicht. Schön. So, schauen wir mal, ob wir bei C hier oder B was reißen können. B ist relativ unverteidigt. Oh ja, ich hab's aber auch noch nicht mit dem Aiming heute Morgen. Na, jetzt aber mal. Komm. Jawoll. So, schauen wir mal bei C vorbei. Da sind gerade alle Satelliten schon weg. Ah, jetzt sind sie wieder da. Komm, wunderbar. Wollen wir mal fix in einen, auf eine Geschütz zu zerstören. Okay. Blinkt das immerhin schon mal. So, wie sieht's aus? Da ist einer. Oh, hab ich noch den Turm touchiert. Na. Komm, komm. Schön. So, Ziel sollte auch gleich unser sein. Perfekt. Was haben wir da? Bomber. Ah, ich habe keine Raketen mehr. Macht das wenig Sinn, auf den Bomber zu gehen. Oh, na, von wo werde ich da gelockt? Ist das der Bomber? Kann der so weit locken? 10.000 Kilometer, Meter? Komm, wir versuchen's. Jawohl, wunderbar. Der Feind übernimmt die Kontrolle. Oh, A wird angegriffen. Fix rüber. Mal ihn hier vor. Ist jetzt auch ein Bomber. Mhm. Ah, es werden wir irgendwie von hinten beschossen, ist das? Kampfschiff, okay. Ah, trotz meinem Verlangsamungsskill, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ach, gut. Aber trotzdem noch relativ schnell im Drehen. Was haben wir da? Jagdbomber. Ja, komm, 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 komm. Okay. Nicht meiner, aber das macht nichts. Ist das auch ein Jagdbomber? Versuchen wir uns dran.
Oh, Verteidigungsgeschütz. Wunderbar. Oh, A ist eingenommen worden. Sollen wir mal gucken, ob wir das wieder reinkriegen. Ah, ein Bomber. Was haben wir noch? Scout. Ah, ja. Können natürlich auch damit leben, dass wir A nicht haben. Ah, der hat gutes Ausweichen gerade scheinbar. Hat ihm nicht geholfen. So, wie machen wir das denn? Da kommt was. Verteidigen, glaube ich, lieber die anderen beiden. Hat jetzt gerade mehr Sinn. Da reinzufliegen und zu sterben. Was ist das? Jagdbomber, Bomber, Kampfschiff. Naja, versuchen wir das Kampfschiff. Ohne Raketen schwierig, aber konnte es immerhin vertreiben. Das ist ja schon mal gut. Schild hat es auch nicht mehr. Ah, aber meine Waffenenergie ist natürlich auch wieder alle. Das ist das Problem. Ohne Raketen reicht die meistens nicht aus. Ja, sehr schön. Sehr schön. Was haben wir noch? Ah, da versucht sich wieder ein C ranzuschleichen, da, ein Kampfschiff. Aber das doch auf jeden Fall mal verjagen. Ah, aufgescheucht haben wir's. Ah, jetzt aus der Range geflogen. Ja, sehr schön. Gut, sollte jetzt hier auch wieder sicher sein. Oh, A nehmen wir sogar wieder ein gerade. Das ist ja wunderbar. Weil da kam noch irgendwas, oder? Ja, ein Bomber nähert sich dort. Und ein Kampfschiff. Gucken wir mal, ob wir die beschäftigt bekommen von hinten. Ah, wollen wir hier unter durch. Schauen mal. Ja, der hat mich auch gesehen. Servostörer anmachen. Immer so das Gefühl, das wirkt nicht so richtig, aber hat er den Debuff drauf? Ja, doch, hat er. Ah, zu spät die Wände gedrückt. Schade. Aber jetzt haben wir immerhin wieder Raketen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, auf C ist gerade Druck, dann spawn ich da oben direkt. Und würde das wenigstens halten. Wobei, haben sie sich schon besiegt? Ich sehe sie gar nicht. Oder ich bin noch zu weit weg. Ah, ich war wohl noch zu weit weg. Da oben ist er. Der Bomber zumindest. Versuchen wir uns den mal zu schnappen. Gucken, ob wir den knacken können. Immerhin haben wir wieder Raketen jetzt. Ah, fliegt gut weg. Antriebsenergie ist schon mal wieder leer. Oh, was haben wir denn da? Sowas sehen wir gar nicht gern. Kampfschiffe. So, wunderbar. Das ist weg. Ah, Waffenenergie wieder alle. Da muss ich mich mal kurz in Sicherheit bringen hier. Beziehungsweise es versuchen. Oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ah, ich komme auch nicht schnell genug hier hinter, wa? Na, leider nicht. Schade. Gut, A sind wir aber jetzt fast wieder am Einnehmen. Das heißt, ich steige jetzt hier unten bei A ein. Unterstütze da noch und dann sollte das Ganze auch gegessen sein. Satellit verteidigt. Jawohl, sehr schön. Das heißt, jetzt geht die Action bei B ab. Fliegen wir bei A dahin. So, schauen wir mal, was wir noch bekommen. Na gut, die kuscheln da jetzt natürlich alles relativ gefährlich für uns. Nochmal die Antriebsenergie ein bisschen regenerieren. Wir müssen nur die Kontrolle behalten. Und aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe für die Kampfschiffe. Ich versuche mich mal hier hinter diesem Teil anzuschleichen. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir einen Bomber. Gehen wir doch mal auf den. Ah, die machen aber auch mächtig Schaden. Da habe ich auch keine Chance, dem irgendwie mit meinem Scout so richtig entgegenzuwirken.
Mit dem Jagdbomber, vielleicht nehme ich den nochmal zum Abschluss. Könnte man da immerhin noch den ersten Schuss aushalten. Das scheint auch nicht das Ausweichen zu helfen bei Raketen, leider. Ich glaube, ich bin immerhin, das Schiff ist ja noch nicht super ausgerüstet, der Scout bei 33%. Oh, und da ist es schon vorbei. Ja, schönes Spiel für uns. Wo liege ich hier? Ich bin Dritter. Positives Skillverhältnis, wunderbar. Bin ich zufrieden mit. Und morgen kommt dann die nächste Folge raus am Sonntag und dann wird wahrscheinlich wieder der gute Aldoril dabei sein. Und dann schauen wir mal, was wir da reißen können.